Oh, meine Hose war unten und ja, ihr seht jetzt das Video. Heute möchte ich darüber reden, warum wir so viele Klicks gekriegt haben und warum das so schnell ging, aber über Nacht, aber das will ich nicht kapieren. Es ist ja nicht so, dass wir es scheiße finden, aber wir finden es gut, aber besser wäre es tagsüber, damit wir auch besseren Überblick haben. Und dass wir jetzt schon am Anfang über 100 Abonnenten haben, 170, das finden wir auch schon richtig klasse. Natürlich bedanke ich mich auch bei Atta. Hallo. Und auch an Arthur. Dafür, dass sie mitgemacht haben. Und vielen Dank an meine Lampe, dass sie immer da steht. Yay! Spaß, ich mag sie nicht. Und bei meinem Cutter, dafür, dass er so dumm schneidet. Was? Naja, egal, wir hatten ja schöne Zeiten, also in meiner Erinnerung. Guck, das meine ich. Woher soll ich wissen, dass ich es einblenden muss? Immer wenn ich hochgucke, musst du was einblenden, aber du vergisst das jedes Mal. Immer wenn ich ihn sage, immer wenn ich hochgucke, soll er das einblenden, aber... Guck, warum? Ich hab doch eingeblendet. Du hast es eingeblendet, wo du das gar nicht machen solltest. Du hast gesagt, ich soll das machen. Nein. Doch, hast du. Nein. Dann solltest du dich aber besser ausdrücken. Du sagst immer, ich soll das machen und dann haben wir was einzumachen. Ich hab doch gesagt, dann ist das Ende der Diskussion. Besser war, weil... Was für ein Traum. Ich weiß. Was für eine Erinnerung. Hä? Was war mit meiner Bearbeitung? Hä, was ist das für eine Szene? Was für eine Erinnerung. Hä? Was war mit meiner Bearbeitung? Was für eine Erinnerung. Hä? Was war mit meiner Bearbeitung? Hä, wie ist das möglich? Ich kann auch ein Video davon machen, wie ich auf Ideen komme. Ja, das mache ich. Oh, meine Hose war unten und ja, ihr seht jetzt das Video. So komme ich auf meine Videoideen. Das war es jetzt vom Video und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert und ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr weiter so produktive Videos wollt. Und das war's. Bis zum nächsten Mal von uns, TubeGram Production.